Auch wenn am Donnerstag wieder Lockerungen beschlossen wurden, die Reisebranche sieht derzeit noch kein Licht am Ende des Tunnels. Statt einem ganzen Arbeitstag arbeiten die Mitarbeiterinnen des Reisebüros Moll in Dülmen derzeit nur 2 Stunden am Tag. Das ist natürlich schade, dass wir nicht eröffnen dürfen, auch nicht mit Terminvergabe. Das wäre schon sehr gut gewesen, weil wir einige Kunden haben, die gerne persönlich mit uns sprechen möchten. Wir müssen es jetzt weiterhin per Telefon machen und per E-Mail, so wie wir es die letzte Zeit auch schon gemacht haben. Also unsere Kunden reagieren eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Wir haben sehr viele Anfragen von den Kunden, jetzt auch im telefonisch auch oder per E-Mail. Und vor allen Dingen, die sind richtig hungrig auf Reisen. Die warten jetzt nur noch darauf, dass wirklich gereist werden kann. Viele Kunden wollen jetzt ihren Sommerurlaub buchen. Doch wohin darf man reisen? Wir haben natürlich keine Glaskugel, wo man jetzt genau hinreisen kann, aber natürlich mit negativem PCR-Test oder dass man sich registriert, kann man natürlich auch nach Spanien zum Beispiel reisen. Wir haben Kunden auch, die in die Türkei in den Herbstferien fliegen, sodass das auch schon gebucht wird. Ob man es dann machen kann, das wird man dann sehen. Das wissen wir natürlich nicht. Wir haben viele, die eher so nach Ferienhäuser, Ferienwohnungen jetzt im Raum Deutschland nachfragen, dass wir sowas eher jetzt momentan eben buchen. Aber eben auch Flugreisen, wo jetzt dann die Veranstalter, zum Beispiel jetzt der Tour, das anbietet, dass man bis 14 Tage vorher dann auch kostenlos stornieren oder umbuchen kann. Bei Nahanreise oder beziehungsweise bei Hotels oder Ferienwohnungen ist sogar ab jetzt, ab 1. März, dass man sogar bis 5 Tage vorher kostenlos umbuchen oder stornieren könnte. Urlaub mit Maske oder mit anschließender Quarantäne. Viele Kunden schrecken davor zurück. Solche Einschränkungen und Auflagen wollen nur die wenigsten. Zum Beispiel jetzt eben, dass man bis 48 Stunden vorher den negativen PCR-Test eben gemacht haben muss und sich auch registrieren muss, dass man eben einreist und teilweise eben dann auch nachher nochmal 10 Tage in Quarantäne geht, wobei man aber dann nach 5 Tagen, wenn man einen, oder sowas bis jetzt auf jeden Fall, einen negativen Test vorweisen kann, dass man sogar aus der Quarantäne vom Gesundheitsamt auch wieder rausgehen dürfte. Birgit Liebermann vom Reisebüro Moll hofft, dass die Corona-Zahlen sehr bald zurückgehen, sodass auch im Reisebüro wieder ganz normal geöffnet werden kann.